Hallöchen, meine kleinen Wölchen, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Pocket Edition in der Version Alpha, also 13 Alpha, Bild 5 immer noch. Ich hoffe, dass irgendwann mal die richtige volle Version rauskommt. Warum quietscht das bei mir jetzt so im Ohr? Ich habe hier so ein im Ohr, das nervt mich gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir ist oder auch bei euch. Keine Ahnung. Na gut. Ja, ich wollte eigentlich weitermachen hier. Ich wollte zumindest was bauen, aber mir fehlt immer noch ein bisschen das Material. Deswegen wollte ich ein bisschen was ablegen und wollte mir ein bisschen was Buddelmäßiges besorgen. Deswegen, ja, ich weiß, Buddeln, ne? So. Achso, übrigens, ich hoffe, euch hat es gefreut, dass ich euch die letzte Folge da ein bisschen mal durchgegrüßt habe. Ich kann es aber nicht jede Folge machen, sonst bin ich echt nur noch am Grüßen. Ich werde das... Ja, wenn ich das in der Folge ankündige, dann sage ich meistens in den Folgen, in nächste Folge könnt ihr Grüße bestellen, dann mache ich das. Aber das kann ich nicht jede Folge bringen, sonst fühlen sich da manche Leute dann irgendwie ein bisschen verarscht und sagen, oh, jetzt ist der ganze halt nur noch am Grüßen, bla bla blub und so. Und das will ich ja damit auch verhindern, sonst sind einige dann echt manchmal genervt, sagen, oh, der fängt ja immer die Folge mit irgendwelchen weiten Grüßen an und sowas alles. Dann überspulen die das und sowas alles und das will ich ja nicht bewirken. So, was wollte ich denn jetzt? Ich wollte Holz mitnehmen. Wird ein bisschen wenig. Und, scheiße, ich hab keinen... Oder habe ich? Wo sind meine Öfen? Ach, da sind meine Öfen. Hier bin ich fast durch. Und hier habe ich nur noch... Na, das muss für Fackeln jetzt reichen. Gut, ich mach mal kurz die Steine fertig. Die brauche ich ja später. So. Zack. Das mache ich jetzt noch mal ganz kurz da rein. Und ich wollte mir jetzt Spitzhacken machen. Nicht immer weiterlaufen, das nervt mich. So, wo habe ich es denn? Fackeln, Fackeln. Brauche noch mehr. Kleinen Moment. War es das schon? Mehr habe ich nicht. Das ist schlecht. Gut, ich mache mir mal zwei Spitzhacken nochmal fertig. Und dann gehen wir mal raus in die weite Welt. Ich sollte mir vielleicht irgendwie nochmal was zu essen machen. Ich habe hier noch einen Steak. Und das ist ungebraten. Das bringt mir jetzt einen Scheiß. Nehme ich die Äpfel nochmal ein bisschen mit. Und mal gucken, vielleicht kriegen wir noch irgendwas unterwegs. Ich nehme ja einmal das mit und ich nehme noch einen Ofen mit. Da kann ich mir vielleicht unterwegs was grillen, wenn wir Kohle finden. Ich möchte nicht im gleichen Loch buddeln wie letztes Mal. Ich möchte mich ein bisschen in der Umgebung umschauen und gucken, was wir hier alles noch in der Umgebung so haben. Vielleicht haben wir richtig Glück und finden noch irgendwie einen Dungeon oder sowas. Das wäre zumindest mal ganz lobenswert, wenn ich irgendwas hätte, was ich hier noch nicht so entdeckt habe. Deswegen gucken wir einfach mal eine kleine Runde. Da ist ein Schwein. Wir können ja auch immer Fleisch mitnehmen. Also, sobald wir irgendwo was Fleischiges in der Nähe haben, nehmen wir das einfach mal mit. Ich weiß, wir rotten hier alles in der Umgebung aus, aber... Stirb! Genau. So, auch immer fleißig Federn sammeln, denn ich will mir noch bald einen Bogen machen. Ich weiß, ich könnte Unendlichkeit drauf zaubern, aber uns fehlt nur das Material. Ich muss ja später noch das Portal bauen. Auch komische Konstruktion hier. Was haben wir denn da drüben? Da sind Schafe. Warte. Blitzen wir mal ganz kurz rüber. So, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Komm, schnell. Wo ist es? Nicht Hund, Schaf. Schwein, Schaf. Ich weiß, ich hätte nur die Schere mitnehmen können. Aber ich komme hier eh nicht hin. Da töten wir lieber das Schaf. Und ich will mal da hinten gucken, da war ja der große Wald gewesen, wo ich da eine Mal im Stream hingewackelt bin. Und da gucke ich mal. Oh, ich nehme mal noch ein bisschen Schwein, kann ich noch mitnehmen. Und ein bisschen Schaf. Komm her! Ich möchte mich mal rüber in den Wald gucken. Muss mir bloß irgendwie mal markieren, wo ich dann lang... laufe. Na! Tolle Höhle. Haben wir ja nicht von gehabt. So, ich gucke mal hoch. Ah, der Creeper Shader 5.5, der gefällt mir eigentlich. Mal gucken, wann er... Oh nee, ein kleines Schaf will ich nicht umbringen. Muss man aber merken, wo das Haus ist. Der, mit dem Kompass, das zeigt nur den Spawnpoint an und der ist irgendwo in Timbuktu hier. Da hinten wollte ich eigentlich hin. Wie merke ich mir das am besten? Ich sollte mir vielleicht irgendwie ein kleines Türmchen oder sowas bauen. Ja,
Ja, wo sehe ich jetzt mein Haus nochmal? Wenn ich muss ich da hinten auf einen ganz hohen Baum drauf kraxeln. Weil ich glaube, da hinten ist Waldgebiet. Wir waren irgendwo hier rechtsmäßig. Ah nee, guck mal. Hier ist ja schon Waldgebiet. Fängt da hier schon an. Da müsste ich eigentlich theoretischerweise da hinten irgendwo sein. Ach komm, wir sammeln auch mal Pilze. Machen wir mal eine kleine Pilztour. Können wir ja für Pilzsuppe nehmen. Wir brauchen bloß alle beide Sorten. Und die Steine wollte ich haben. Stimmt. Die könnte ich eigentlich selber machen, wenn ich mir der Moos zunehme. Aber warum es nicht einfach so gleich mitnehmen? Ach, na prima. Warum geht dann immer die Sonne unter? Ich könnte ruhig mal die Tageszeiten hier bei Minecraft ein bisschen länger machen. Alter, was hier an Pilz rumliegt. Wisst ihr, wie viel Pilzsuppe das ist? Da können wir irgendwann hier uns vegetarisch ernähren. Ist zwar nicht mein Ding, aber manch anderer mag das, ja. Weil ich glaube, ich werde zu fett. Ich töte zu viel Tiere. Diese ganzen tierische Fette, die bringen mich dann irgendwann um. Im echten Leben nein, aber hier bei Minecraft. Ja, ich weiß, wer es glaubt, ne? So. Der Pilz ist runtergefallen? Nö. Ach, Mann, das ist doch kacke, wenn das immer dunkel wird. Stirb! Ja, komm, du auch noch angeschleimt. Hört hier hinten der Wald wieder auf? Das ist ein recht kleiner Wald. Da hinten die geilen Berge. Also es baut sich da hinten gerade auf. Die sind schön hohe Berge. Da will ich später auch nochmal hingucken. Aber dazu... Alter Hund! Renn mir doch nicht immer volle Granate hier rein. Bisschen Apfel. Hey, nicht weglaufen. Ich glaube, jetzt mag er mich nicht mehr. Und da habe ich noch irgendwas für dich. Isst du gerne rohes Fleisch? Nee. Der mag nur gebratenes Fleisch. Pass auf. Das ist eine dumme Sau, oder? Nur das Feinste vom Feinen. Also wenn ich meinem Hund rohes Fleisch hinhalte, der freut sich da tierisch drauf. Aber der hier... Du musst doch... Da ist ein Skelett, da will ich nicht hin. Muss doch irgendwo in der näheren Umgebung ein schöner Höhleneingang sein. Das kann nicht angehen. Was ist das hier? Was ist das für eine Konstruktion? Warte, Hund, komm mit. Nee. Nee, brauchst nicht mitkommen. Hat sich erledigt, hier ist nichts. Jetzt gehen wir schon auf Nachtjagd. Boah, hier kommt ja wieder eine ganze Masse angewurschelt. Spinne! Nein, nicht Creeper! Hau ab! Ja. Hinten schwimmt noch einer. Da ist jetzt noch eine. Alter, was ist denn hier mit den Creepern los? Kaum Tiere da, aber Monster. Ja. Hier muss doch irgendwo mal ein schönes Loch sein. Nicht, was ihr jetzt denkt hier, dass so ein Astloch oder so, sondern eine Höhle. Alles ein bisschen tot aus. Ich will mich hier noch nicht so weit entfernen. Alter, guck mal da. Der hat eine Kettenrüstung. Gib mir die Kettenrüstung. Ha! Kettenrüstung. Warte. Legen wir uns gleich mal einen Teil an. Kettenrüstung kann man nämlich nicht herstellen. Die kann man nur finden. Und das ist das Geile dran. Deswegen liebe ich Kettenrüstung. Nein, Spinne, komm jetzt gar nicht her. Warte, ich muss mal ganz kurz husten. Ich bin noch ein bisschen erkältet. So. Hab mich wieder beruhigt. Ja, komm her. Auf jeden Fall haben wir jetzt genug Wolle zusammen, um ein Bett zu bauen. Dass ich zumindest meinen Spawnpoint ein bisschen ändern kann. Da hinten kommt noch ein Zombie. Ein Zombie. Stirb! Und ein Creepy. Der Wolf läuft einfach mal vorbei und macht nichts. Er guckt mich einfach nur blöde an. Ich frage mich, wozu der gut sein soll. Der hilft zu nichts.
Eine Katze soll auch Creeper verjagen, aber ich hab's in meinem anderen Level. Da habe ich so viele Katzen da und die Creeper kommen trotzdem. Alter, hier ist ja eine richtige Tierfarm. Komm her. Komm raus da! Du bist kein Tier, was ich essen kann. Obwohl du immer Fleisch bei hast. Nein! Ah, warte mal, was haben wir denn hier entdeckt? Ach. Mensch! Da ist mir die Fackel auch noch runtergefallen. Alter, hier ist nix. Hier ist total tote Hose. Nur überall Creeper, Creeper, Creeper. Und Zombies. Ich gehe mal zu meiner Hütte zurück. Wir müssen uns mal was anderes einfallen lassen. Ich weiß, es ist nicht gerade äußerst produktiv, was ich hier mache. Einfach hier in der Gegend rumrennen. Aber zumindest haben wir ein bisschen was gesehen. Und ich schnapp mir immer noch mal das Schwein. Komm her. Zumindest fleischmäßig sind wir ein kleines bisschen aufgerüsteter. So, kein Vieh. Hau ab! Geh weg! Stirb! Mann! So, jetzt können wir uns zumindest mal ein Bett bauen. Das ist eine Idee. Sind wir zumindest einen Schritt weiter als vorher. Da ist noch ein Schaf, aber dreht sich im Kreis, soll mir im Arsch lecken. Ja, müssen wir halt in der alten Höhle weiter buddeln. Bloß momentan sieht es echt materialmäßig so scheiße bei mir aus. Da war es doch ganz gut, dass wir jetzt ein bisschen an Futter gesammelt haben und zumindest eine Kettenrüstung haben. Da muss ich nicht mein ganzes Eisen verschwenden für so eine stinknormale Kackrüstung. Ein bisschen gefarbt, die Folge. Dazu müsste ich mir jetzt auch noch... Warte mal, waren das mal kurz raus hier. Ich muss mir nämlich ein bisschen Holz hier reinmachen. Wir müssen nämlich ganz kurz mal Holzkohle machen, eine Kappe mich ja nischt. Nein, nein, komm rund, rein, rein. So. Gucken wir, wie weit wir hier kommen. Dürfte aber ausreichen. So, gleich noch die Flamme mitnutzen. So, lassen wir das mal kurz durchbrettern. Dann machen wir das mit dem Fleisch. Habe ich hier noch was drin? Ja, da habe ich auch noch Fleisch. So, 12 Stück hört sich zumindest anfangs ganz gut an. Warum habe ich da eigentlich so viele Blümchen in der Tasche? Also hier im Dingsbums. Warte mal, ich bereite noch was vor. Ich nehme den anderen Ofen noch. Mache ich wieder dahin. Gucken wir mal, was wir gleich hier durchbraten können. Ist ja auch mal ganz... Man kann ja nicht immer nur bauen und buddeln. Heute ist mal wirklich Tiere jagen. Und ich müsste das irgendwann mal hier auch vorne zumachen. Ich habe bloß, glaube ich, keine Fenster mehr. Ich habe kein Glas mehr. Und habe ich noch eine andere Kiste irgendwo hingestellt. Ich weiß es nicht mehr. So. Holz, Kohle, rein da. Dann haue ich erstmal die 12 Fleisch durch. Wenn wir irgendwann mal noch Kohle dazu bekommen... Huch, jage ich hier oben noch was durch? Weil da können wir ja... Mach ich mal 3 da unten rein. Und 3 hier oben. Halte ich nochmal ein Stück. Was rennst du denn? Jetzt bleibst du sitzen. Böse, böse. Übrigens habe ich mir überlegt, der Hund heißt jetzt Puppe. Ja, da guckt er. Wenn ich Puppe sage, dann hört er auf mich. So, vielleicht habe ich mal ganz kurz ein bisschen Fleisch rein. Damit ich wieder halbwegs gesund bin. Auf jeden Fall füllt das ordentlich auf. Die Pilze. 31 Pilze. Ist was. Brauche ich noch 31 von den anderen Pilzen. Dann kann ich mir zumindest ein bisschen Pilzsuppe machen. Mach mal den ganzen Schnodder hier weg. Steine finde ich immer schön. Die werde ich mir vorne irgendwo hinmachen. Als kleinen Weg oder sowas. Achso. Aha. Wir wollten ja noch...
Jetzt habe ich die ganze Kohle. Jetzt habe ich das ganze Holz komplett verbraten. Und jetzt haben wir kein Holz mehr, um die Dings zu machen oder unser Bett. So. Machen wir mal schnell ein Bett. Irgendwann noch Teppich verlegen und sowas. Es kommt alles später noch dazu. Braucht bloß immer alles seine Zeit. So, das Bett. Das wollte ich eigentlich irgendwo weiter oben machen. Ja. Nee. Nee. Wo mache ich denn später mein Bett hin? Ich mach's erstmal das hier. Nee, 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 nee. Warum kann ich mein Bett hier nicht platzieren? Seid ihr bescheuert? Dann mache ich es erstmal hier hin. So. Da habe ich zumindest meinen Spawnpoint, falls ich dann doch mal sterben sollte. So, Futter haben wir. Das packe ich mal alles zurück. Ein bisschen nehme ich mir davon noch mit. Den Sprengstoff lasse ich auch hier. Und gucken wir mal, ob irgendwo ein scheidet Loch finden. Ich nehme hier mal notfalls noch ein paar Hacken mit. Die Fackel nehme ich auch noch mit. Hätte ich mal vorher raussuchen können. Und gucken wir mal in die alte Ruine da hinten zurück. Vielleicht haben wir Glück und finden noch irgendwas. Aber hier sieht das immer schön aus, ne? Also ich hatte hier schon ein, zwei Hoppler gesehen, aber bei mir sind es immer recht wenig Hasen. Ich weiß nicht, bei euch... Sind bei euch mehr Karnickel, wenn ihr irgendwo in der richtigen Region seid? Da hinten hat noch ein Hund. Ich habe manchmal Glück, da sind richtig viele Hasen da. Und manchmal, da ist total tote Hose. Da finde ich nichts. Da ist nirgendwo ein Kaninchen. Wo kommt denn das her? Muss doch irgendwo... Irgendwo muss hier was sein. Weil ich höre mal aus den Wänden. Mann, warum ist da noch Marquis? Hört ihr das? Hier ist irgendwo was. Ich weiß bloß nicht wo. Es hört sich so an, als wenn es von hier kommt. Ich buddel mich mal ganz kurz hier rein. Ich kann es aber nicht so genau deuten. Das ist das Problem. Muss mal gucken. Ich buddel mal ganz kurz in alle Richtungen. Aber Dreck. Meine Fackel sitzen. Das gibt's doch nicht. Ich höre es doch. Entschuldigung. Du musst echt auf dein Gehör vertrauen, aber ich weiß nicht, von wo es genau kommt. Ach, hier. Gucke. Hier haben wir zumindest ein bisschen was. Ah, genau. Ach, guck, da sind sie ja. Da habe ich mich genau richtig gebuddelt gerade. Guck, ganz viele Flederkläuse. Gut, ich muss hier trotzdem jetzt mal vorm Höhleneingang, also jetzt hier unten mein Bäuschen machen. Dann machen wir kurz die Kohle weg. So. Warte, gleich habe ich's. Ich will jetzt nur die Kohle einsammeln. Das ist ein kleiner Moment, in dem ich kurz vor Folgenende noch verrecken könnte. Wenn ich Kohle einsammle. Gut. So, Freunde. Ich mache hier Folgenpäuschen. Ich danke euch fürs Reingucken und wir sehen uns gleich in den Kommentaren wieder und natürlich hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich ciao. Bis später. Ciao. Ob der noch da ist?